In diesem Video soll es um die sieben häufigsten Fehler gehen, die man so macht, wenn man das Solospielen erlernt. Und zwar sind das Fehler, die ich entweder selber gemacht habe oder die ich so in meiner Laufbahn auch als Gitarrenlehrer gesehen habe, beziehungsweise die mir einfach immer wieder auffallen. Und ob du einen dieser Fehler oder vielleicht sogar alle selber machst, das erfährst du, wenn du jetzt dranbleibst. Bis gleich. Delamar, musify your life. Hey Delamari und herzlich willkommen bei einem neuen Video auf dem Delamar Guitar Channel. Mein Name ist Tim und wir reden heute Klartext, denn ich möchte dir die sieben häufigsten Fehler zeigen, die ich oder ja, Leute, die ich so unterrichtet habe, auf der Gitarre gemacht haben, wenn sie das Solospielen gelernt haben. Also die sieben häufigsten Fehler beim Solospielen oder beim Solospielen lernen. Und wenn dir dieses Video gefällt, lass ein Like, ein Sub da. You know how it goes. Und wir fangen direkt an mit dem ersten Fehler, den ja die meisten Leute so machen. Und zwar ist das, dass du keine Licks gelernt hast. Gar keine. Ich habe so das Gefühl, dass viele Leute den Eindruck haben, wenn sie Solo spielen lernen wollen, dann müssen sie einfach nur, keine Ahnung, so versuchen, Solo zu spielen. Und das kommt schon von alleine. Und das ist einfach nicht, wie es funktioniert. Zumindest nicht für mich. Vielleicht funktioniert es für den einen oder anderen, aber ich denke, die allermeisten sind doch eher die Fraktion, so ein bisschen auswendig lernen, ein bisschen von anderen Leuten sich was abgucken. Und wenn du nämlich noch nie ein Lick gelernt hast, könnte es sehr schwierig werden. Ich möchte dir, also ich bin auf die Kamera gegangen, weil ich dir gerade mal zeigen will, was meine ich denn damit eigentlich? Und zwar ein Lick, für alle, die das gar nicht wissen, ist im Prinzip ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt aus dem Solo. Zum Beispiel das Lick der Rock'n'Roll-Geschichte, also das Lick ist wohl das hier. Oder vielleicht noch ein bisschen erweitert. Oder halt. Das kann auch ein Lick sein. Das ist eins dieser Licks zum Beispiel, die du immer wieder hören wirst, wenn du mal drauf achtest, so bei den, gerade bei den Classic Rockern, bei den, keine Ahnung, Eric Claptons und den Jimi Hendrixen und den, wie sie alle heißen, David Gilmour spielt das auch ganz oft. Das ist so ein Ding, das hat eigentlich, glaube ich, Chuck Berry mal in die Welt gesetzt, dieses Lick, oder vielleicht war er auch gar nicht der Erste, aber das ist so typisch Rock'n'Roll einfach. Und gerade als Rockgitarrist, aber auch im Blues, wenn man es ein bisschen langsamer spielt, wenn man ein bisschen mehr Gefühl reinlegt, so diesen hier. Das ist einfach ein cooler Sound. Und wenn du das noch nie gelernt hast und du dich fragst, warum deine Blues-Soli nicht so klingen, wie du es von den Platten, die du gut findest, kennst, dann solltest du vielleicht da mal anfangen und ein paar Licks lernen. Also das ist mein erster Tipp oder der erste Fehler, den ich bei vielen Leuten sehe, dass sie keine Licks lernen. Mein Tipp Nummer zwei für dich ist aber, lern bloß nicht nur Licks. Also wenn du wirklich nur Licks lernst, und damit meine ich keine vollständigen Gitarrensoli, du dich überhaupt nicht drüber hinaus mit ja, Spieltechnik, Theorie, mit dem Instrument oder der Musik an sich beschäftigst, solltest du da vielleicht mal weitermachen. Denn Licks sind auch einfach nur so ein bisschen so ein Startpunkt, wo man reinkommt, ein bisschen die Idee kriegt, vor allem auch Techniken lernen kann. Das ist immer ganz gut, als Anfänger erstmal Licks zu lernen. Aber dann solltest du auf jeden Fall versuchen, ja, Soli zu lernen, am besten, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall nicht nur Licks. Zum Beispiel, ich hoffe, ich kriege jetzt keinen Copyright-Claim, aber ich spiele mal dieses, ja, längere Lick aus einem ganz berühmten Solo, was du garantiert kennen wirst. Und ich habe das Ende ein bisschen vergessen, ehrlich gesagt. Aber so ungefähr geht's ja. Du weißt wahrscheinlich, wie es weitergeht. Der Grund, warum du auf jeden Fall auch mal Soli lernen solltest, also hauptsächlich Soli, aber auch alles andere drum und dran, dazu kommen wir gleich auch noch, ist, dass du, wenn du nur Licks lernst, nicht so wirklich den Ton und das Gefühl und einfach so die Intensität auch aus bestimmten Parts in Songs, ja, lernst. Das heißt, versuch auf jeden Fall auch mal ein ganzes Solo zu lernen, damit du so ein bisschen reinkommst, wie benutzt man Licks? Am besten nimmst du dir einen Song, den du einfach cool findest. Musst natürlich schauen, dass du auch das Solo spielen kannst, dass du nicht übernimmst. Aber zum Beispiel fängst du mit auch Teilen aus dem Solo an. Ganz ehrlich, wenn du auch nur Licks aus dem Solo lernst und einfach versuchst, so weit zu kommen, wie du es eben schaffst,
dann wirst du da schon merken, okay, also da gibt es eben noch mehr als nur so Versatzstücke, sondern wie man die Licks kombiniert zum Beispiel, das kannst du dir in einem wirklich fertigen Solo einfach sehr gut abgucken. Und da hast du dann Ideen auch, wie du die Licks, die du kannst, beziehungsweise du lernst ja dann sowieso neue Licks, wenn du ein Solo lernst, weil da sind ja auch Licks drin, wie du die kombinieren kannst. Und das, finde ich, lernt man nicht, wenn man einfach drauf los irgendwie Blues improvisiert, so wie das viele Leute machen, sondern man muss auch mal wirklich so ein bisschen Strukturen lernen, eines Solos zum Beispiel. Strukturen, wie man die Melodie aufbaut und so weiter. Also das ist mein Tipp Nummer 2, lern bloß nicht nur Licks, lern auch mal ein Solo. Und dann wirst du da merken, also das bringt dich weiter. Bring dich weiter, hat mein Gitarrenlehrer immer gesagt. Mein Tipp Nummer 3, lerne Tonleitern. Ich weiß, das ist ein Punkt, den viele nicht so gerne hören wollen. Aber, also, eine Tonleiter kann wahrscheinlich jeder, der gerade zuguckt. Und zwar die, ja, Pentatonic. Wie immer, Pentatonic Licks, die sind sehr wichtig. Das Ding ist halt, okay, also, du kannst jetzt vielleicht diese Box-Shape der Pentatonic. Und dann geht das schon viel Solo. Und ich rede jetzt wirklich mit den Leuten, die sich schon ein bisschen länger beschäftigen mit Solo-Spielen. Wenn du mit dieser einen Tonleiter noch gar nicht so gut umgehen kannst, bleib erstmal hier, ist auch nicht verkehrt. Aber mit Scales lernen, mit Tonleitern lernen, meine ich, erweitere deinen Horizont. Also es gibt ja halt nicht nur die Pentatonic, beziehungsweise es gibt nicht nur die eine Lage der Pentatonic. Diese A-Moll-Pentatonic, die ich gerade gespielt habe, die hat 5 Positionen, die du auf dem gesamten Griffbrett spielen kannst, womit du wirklich über die komplette Gitarre deine A-Moll-Pentatonic spielen kannst. Zum Beispiel A-Moll-Pentatonic, ist ja meistens hier den Blues, den die meisten am Anfang lernen, wenn sie Solo spielen oder Solo improvisieren wollen, dann kann man das auch hier machen. Ne? Also eine Pentatonic sind ja einfach nur 5 bestimmte Noten, die kann ich auch hier spielen. Oder eben dann in der Oktave höher. Oder noch die erste Lage eine Oktave höher. Und jetzt bin ich schon in der anderen Position. Also das war alles immer noch A-Moll, aber richtig spannend wird es meiner Meinung nach erst, wenn du auch mal in die richtige äolische Tonleiter gehst. Dann hast du einfach direkt so ein bisschen ja, mehr Ausdruck. Nehmen wir mal an, du spielst über so einen. Über so einen Vamp nennen wir das oder über so ein paar Akkorde über A-Moll spielst du ein Solo und ist es nicht viel cooler, wenn man auch mal diese Note trifft? Viele fragen sich ja, wo nimmt David Gilmour zum Beispiel seine ganzen coolen Ideen her? Daher, also das ist so äolische Tonleiter, die er ganz oft macht. Oder für alle, die dann sich noch ein bisschen weiter mit beschäftigen wollen, es gibt ja noch mehr. Zum Beispiel kann man aus dieser A auch die dorische Tonleiter machen. Nur um dir mal ein paar Ideen zu geben, das wäre dann das hier. Also diese Note hier, das ist dorisch. Das ist ein cooler Sound. Ne? Das macht Santana auch ganz oft, wenn er diese Akkorde spielt. Also nur um ein paar Ideen zu geben, gibt ja viele Leute, die ja, sich nicht so gerne mit Theorie beschäftigen. Ich sag dir, lern deine Scales, das ist mein Tipp Nummer 3 für dich. Dann wirst du viel schöner Soli spielen. Einfach auch ein bisschen Inspiration kriegen. Ne? Also ganz ehrlich, bevor mir nicht einer mal erklärt hat, was eine dorische Tonleiter ist, wäre ich nie drauf gekommen, sowas zu googeln oder so, ja, um da mir was aus dem Internet zu holen oder so. Da braucht man schon jemanden, der einem das zeigt. Und jetzt zeige ich es dir. Falls du die noch nicht kennst, such dir mal die dorische Tonleiter raus, um ein bisschen mehr deinen Horizont zu erweitern. Okay, also, das war mein Tipp Nummer 3. Tipp Nummer 4. Lerne Melodien. Was ich damit meine ist, also jetzt hast du, wenn du meinem Leitfaden gefolgt bist, theoretisch hast du Licks und Soli drauf und hast vielleicht sogar ein bisschen Wissen über Tonleitern. Aber das alles ist ja eigentlich nicht Musik, das alles ist der Hintergrund, also das Hintergrundwissen zur Musik machen. Und letztendlich geht es am Ende darum, dass du nicht nur irgendwie Licks lernst, die so ganz schnelle Pentatonic-Geschichten sind,
So schön wie das auch ist und so geil wie das halt auch klingt, viel cooler wird es erst, wenn du Melodien lernst. Eine der ersten Melodien, die mir so aufgefallen ist, die immer wieder vorkommen, ich glaube, das war bei Mike Stern damals, den ich mir angehört habe, war diese hier. So ungefähr hat er das immer gespielt in einem Solo. Und da habe ich dann gemerkt, ah, okay, also diese Note hier, die ja nicht in der Pentatonik drin ist, ein F hier, klingt mega cool und ich kann eine richtig schöne Melodie draus machen. Oder halt auch eine coole Melodie. Kann man auch im Prinzip als Lick nennen. Aber was mir dann aufgefallen ist, wir haben eine Sean Lane-Melodie so ganz, ganz lange im Kopf. Und das ist so ein Ding. Wenn du beim Anhören etwas im Kopf bleibt, lern das mal. Wenn es eine Gesangsmelodie ist, wenn es irgendwie Saxophon ist, keine Ahnung, muss nicht immer nur Gitarrenlicks sein. Aber mir ist zum Beispiel diese Melodie so lange im Ohr geblieben. Die so cool klingt, ne? Über diesen hier. Also ich finde das einfach wunderschön. Also für alle, die Sean Lane nicht kennen, hört euch mal Sean Lane an. Der hat so ein wahnsinniges Feeling über Melodien. Also lerne Melodien, nicht nur Licks. Hör dir, keine Ahnung, hör dir mal an, wie dein Lieblingssong, die Gesangsmelodie eigentlich geht und versuch die auf dem Griffbrett rauszufinden. Dann trainierst du auch dein melodisches Gehör. Und das ist ehrlich gesagt was, woran ich gerade sehr viel arbeite, dass ich darin besser werde, denn ich habe viel zu viel mechanisch gespielt. Und vielleicht geht es dir auch so, wenn du auch so ein Metalhead bist wie ich, dann lernt man ganz oft ganz viele Scales, kann super schnell spielen, aber hat eigentlich kein melodisches Feeling, weil das, wenn man ehrlich ist, viele Metal-Soli auch nicht haben einfach. Iron Maiden zum Beispiel ist so eine Band, da habe ich das Gefühl, die machen ja schon coole Melodien und so weiter, aber ganz oft sind es so Repeating Patterns. Das war so mein Einstieg ins Gitarren-Solo-Spielen. Deswegen, mein Tipp für dich, lerne Melodien und zwar alles, was dir irgendwie so im Ohr ist. Versuch es auf der Gitarre zu spielen und am besten sogar in mehreren Lagen, wenn wir dabei schon sind. Dann kannst du die Scales gleich mit den Melodien verbinden. Okay, mein Tipp Nummer 5, glaube ich. Ich muss gerade mal in meine Liste gucken. Das ist Nummer 5. Okay, wir sind jetzt bei Lerne, also finde heraus, meine ich damit, was dir eigentlich gefällt. Damit meine ich, also such dir mal so ein bisschen die Soli raus, die du cool findest und achte mal drauf, warum gefällt dir das eigentlich? Oder lerne oder finde heraus, welche Gitarristen dir besonders zusagen, also welcher Stil dir zusagt. Bei mir ist das zum Beispiel manchmal gar nicht das, was ich tatsächlich an Bands oder so, an Musik eigentlich cool finde. Bei mir zum Beispiel, Eric Johnson ist so ein Gitarrist für mich, der hat so diese Art Pentatonic so intervallisch zu spielen. Der macht auch ganz oft sowas hier. Ja, kannst nicht, siehst du mal. Das ist so ein Eric Johnson-Lick. Und das hat so einen, keine Ahnung, so einen wunderbaren, so einen rollenden Sound. Er macht auch oft sowas hier. Dieses Kaskade an Pentatonic-Noten irgendwie, die ich ultra geil finde. Oder halt irgendwie sowas. Was macht er? Ist auch so ein Eric Johnson-Lick. Das klingt, finde ich, super, ja, schön melodisch auch irgendwie, obwohl es so schnell ist. Und das ist gerade ganz lustig, weil ich seine Musik gar nicht so gerne höre, wenn ich ehrlich bin. Also Cliffs of Dover ging noch nie an mich ran nach dem Intro. Und das ist so ein Ding. Also finde mal heraus, ob es vielleicht Gitarristen gibt, die du gar nicht hörst, die aber gerade beim Solo-Spielen so irgendwie ein gewisses Etwas haben, was dir gefällt. Also bei mir ist es oft so, ich suche mir manchmal, oder eigentlich fast immer, Gitarristen raus, die anders spielen als ich. Und versuche, gewisse Elemente zumindest zu lernen. Das heißt, ich suche mir dann Stellen raus in Songs oder in Soli besser gesagt, die ich super geil finde, vom Sound her einfach. Und das mir in meiner Spielweise überhaupt nicht so liegt, weil die Gitarristen, die ich normalerweise höre, sowas nicht machen. Und dann versuche ich, dieses Lick mir rauszuhören, zu lernen und versuche so diese Spielweise zu analysieren. Das heißt, bei Eric Johnson ist es zum Beispiel Pentatonic, aber halt auf gewisse Muster, die ich so normalerweise nicht spielen würde. Oder finde mal heraus, welche Tonleitern die Gitarristen benutzen, beziehungsweise die Soli benutzen, die du gut findest. Ne? Bei mir ist das zum Beispiel auch so ein Sound lydisch, wenn wir bei den Modes ein bisschen reinschauen. Gibt es einen Song von Joe Satriani? Ich glaube, es ist eigentlich höher oder tiefer, keine Ahnung, ist eine andere Tonart.
Flying in a Blue Dream heißt der. Und ich mag ehrlich gesagt Joe Satrianis Musik auch überhaupt nicht. Aber dieses Riff, dieser Sound von dieser lyrischen Tonleiter. Fand ich so wunderschön, dass ich den unbedingt lernen musste. Damit ich das eben erkennen konnte, was mir an seinem Stil gefällt, nämlich zum Beispiel, dass er oft lydische Tonleitern benutzt. Mein Tipp Nummer 5, finde heraus, was dir eigentlich gefällt und lern das. Genau. Okay, mein Tipp Nummer 6 für dich ist, Moment. Ja, genau. Lerne, warum es dir gefällt. Und da habe ich so ein bisschen schon eben drüber geredet. Also finde auch mal von der theoretischen Seite heraus, warum das eigentlich so cool klingt. Also nicht nur die Licks, die dir gut gefallen und die einzubinden, sondern lerne ein bisschen Theorie. Weil ganz ehrlich, es wird ja oft so ein bisschen verteufelt. Ne? Also dass wir so, dass so gesagt wird, Theorie behindert Kreativität oder so ein Kram. Und ich bin da absolut überhaupt gar kein Fan von dieser Denkweise. Für mich ist es immer so, ich möchte gerne wissen, warum mir so ein Sound gefällt. Und das zum Beispiel diese lydische Tonleiter. Lerne, warum oder wie eine lydische Tonleiter funktioniert, falls dir dieser Sound auch gefällt. Such dir das mal raus. Lerne, wie du es übertragen kannst, auch theoretisch. Ne? Also wenn ich jetzt sage, okay, ich mag diesen lydischen Sound, zum Beispiel mit diesem Akkord. Das ist ja bei weitem nicht der einzige Akkord, den ich spielen kann. Wenn wir bei E bleiben, das ist E, kann ich auch das hier machen. Das ist lydisch. Das ist genau dieser Sound. Oder wenn wir mal in eine andere Tonart gehen, das ist auch lydisch, D-lydisch in dem Fall. Also wenn dir dieser Sound gefällt, das ist lydisch. Das sind die Modes, um nochmal so ein Stichwort zu geben. Wenn du oft zum Beispiel Steve Vai, Joe Satriani, solche Gitarristen dir anhörst, da wird viel über Modes also gespielt und im Internet wird ja auch viel über Modes geredet. Wenn du merkst, okay, so ein bestimmter Mode gefällt dir einfach, so ein bestimmter Song, finde heraus, was für Tonleitern das sind. Ja? Also finde heraus, warum es dir gefällt, wie das funktioniert, wie die ja, Quintessenz einfach von diesem Sound, den du da der dir so gefällt, wie das funktioniert und lern das. Wie gesagt, Theorie ist eigentlich dein Freund. Das bringt eine ganze Menge, wie sagt man das? Bringt eine ganze Menge Inspiration, meiner Meinung nach. Also viele Sounds, die ich so cool finde mittlerweile, die habe ich erst kennengelernt durch mein Lernen an Scales, mein Lernen an Tonleitern, mein Lernen an Sounds, an Musiktheorie einfach. Wenn ich einen neuen Akkord finde, will ich auch wissen, okay, warum klingt dieser Akkord cool? Ups, nicht dieser, sondern dieser. Weil da zum Beispiel eine None drin ist, das ist A9. Für alle, die so Police-Fans sind, so geht der, kann man sich abgucken. Das benutzt er auch oft. Okay, also mein Tipp Nummer 6 war, lerne, warum es dir gefällt. Nicht nur was, sondern auch, wie es funktioniert im Hintergrund. Und jetzt sind wir schon bei Tipp Nummer 7. Und jetzt habe ich super viel über Spieltechnik und Theorie und so weiter, was man alles so lernen kann, erzählt. Und das ist eigentlich einer der wichtigsten Punkte, habe ich noch gar nicht genannt, nämlich die Phrasierung. Und da geht es darum, wie ich eine Melodie spiele und nicht nur, welche Töne sie hat. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte eine Melodie, die geht zum Beispiel so. Und da ist schon ein bisschen Phrasierung drin. Also Phrasierung ist alles, was nicht nur Noten hat. Das heißt, wenn ich jetzt gar keine Phrasierung reinbringe, würde es so klingen. Weil selbst das ehrlich gesagt Phrasierung hat, weil ich jede Note zupfe. Das ist Teil davon. Also wie spiele ich das? Spiele ich das mit Slides? Mit Bendings? Spiele ich das nur mit Bendings? Keine Ahnung. Ah. Mit nicht so sauberen Bendings, kann auch Phrasierung sein. Oder spiele ich das nur mit Hammer-ons? Spiele ich das laut? Oder spiele ich es ganz soft, ne? Oder mache ich hier noch so einen Triller rein? Da gibt es viele, viele Möglichkeiten, wie du aus einer Melodie super viel rausholen kannst. Also, dass du nicht eben nur sagst, okay, also ich weiß halt, welche Pentatonik
Noten nicht alle so spielen kann und kann dieses Lick. Sondern finde heraus, also mache ich das mit Hammer-Ons? Mache ich das mit Picking? Oder mache ich das, keine Ahnung, ganz, ganz anders, also mit Slides? Da gibt es super viele Möglichkeiten. Wie spiele ich Vibrato? Mache ich so ein weniges oder mache ich noch weniger? Oder mache ich ganz extrem wie irgendwie Malmsteen? Bin ich also Heavy Metal oder wie mache ich das? Also das sind alles Dinge, die in die Phrasierung fallen. Also wie man eine Note oder eine Melodie spielt. Und das waren meine Tipps. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass gerne ein Like und ein Sub da und schreib mir in die Kommentare, ob du einen dieser Fehler gemacht hast. Und falls du noch andere Fehler hast, die dir oft auffallen, die viele Leute beim Lernen vom Solospielen machen, schreib dir auch mal in die Kommentare rein. Ansonsten gibt es noch ein paar Vorschläge für dich, die du jetzt auch noch anschauen kannst. Mein Name ist Tim, wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut und bis bald.